Hallihallo, willkommen zurück zu Shop Heroes. Weiter geht's. Bisschen Sound, ja, auch wenn nicht viel kommt. Manchmal so. Ja, ich höre im Moment auch nichts. Ist wieder mal so eine Sache, ne? Ach man, das. Ah, 11. 11 gleich runter. Na, Daily, wieder Glücksroulette. Einmal drehen. Ja, schön gepair. Nein, nochmal drehen wollen wir nicht. Gibt wieder das Event hier statt Plünderung. Ist aber eigentlich schon zu Ende. Genau, ist schon zu Ende. Aber es gibt mehr Belohnungen, als ich selber einsammeln kann. Warum geht dann noch die Stufe 18, 19, 20 und so weiter? Kann ich ihn nicht einsammeln. Aber ist abgeschlossen. Aber es ist wieder hier Handelskrieg. Ist wohl doch nur alle 4 Wochen ungefähr. Also auch schon zu Ende. Wir sind 13. geworden, gehen wir von aus, keine Ahnung. Belohnung noch einsammeln. Das habe ich noch nicht gehabt. Habe ich auch fleißig mitgemacht, so gut wie es eben halt geht, ne? Preise sammeln. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ich habe hier immerhin auch 2280 Punkte ergattern können. Ich habe ungefähr, lass mich nicht lügen, 150.000, 200.000 gespendet. Andere sind schon viel höher. Die haben 1 Million gespendet. Kenn ich noch gar nicht. Die bleibe ich gar nicht. Aber ich habe ein bisschen was geholfen. Ne? So, gehen wir die Kacke eben hier ab. Achso. Ganz kurz die Stiefel. So, zack. Mordaxt. 2.000 wert. Elfenstiefel 3450 und Mondstiefel habe ich welche abgegeben. Ne? Ah, ja, Moment, mach mal neue. Ja, ich kann ein paar noch machen. Mondstiefeln sind hier. Ne? Ja, genau. Man braucht dafür diese weißen die Mondsichel? Weißen die noch mal? Nicht da hier sehen. Da habe ich in ich habe mal meine Truhen geöffnet, habe ich über 80, 90 Stück davon bekommen gehabt. So viele. Und da kann ich noch einigermaßen also noch gut welche machen, ne? Weil das kostet schon ziemlich teuer. 4.800 muss man schon sein. Das ist schon ein bisschen viel. Kenne ich noch nicht wirklich. Hab auch einen Ring bekommen, habe ich einem Schar gegeben gehabt und so. Aber war nicht schlecht. Okay. Ein bisschen knapp. Höchste ist jetzt hier 3.696, ist der höchste. Den ich im Moment habe, aber es läuft langsam. Der kleinste 475. Also es geht langsam, aber sicher voran. Nimm auch sie, dauert 10 Minuten, zack. So, sonst haben wir noch genug, aber hier brauche ich im Moment sehr viele von. Die können alleine. Die können auch alleine. Und noch ein vierten kann ich auch noch machen. Machen wir Stadtkanalisation. Machen wir hier. Ja, braucht nur 100 für. Er hat 492. Wunderbar. Machen wir. Ich habe mit 3 Helden, die ja noch 4 Beine sind. Schon wieder neue Helden. Habe ich mir geleistet. Aber ich kostet schon die Kohle hier, ey. 250.000. Hätte ich. Aber dann bin ich fast pleite. 50. 1 Million. Habe ich nicht. Und sie auch 250.000 habe ich. Ich habe nur einen. Aber es gibt noch laufenweise neuer Helden. Haufenweise. Ja, ich habe was verkauft. Ja, gut. Tschüss, weg. Haben wir noch was verkaufen können? Da will ich eigentlich nicht verkaufen, die Sachen hier. Obwohl, die bin ich viel wert, der Bänderpanzer und so, ne? Ach, verkauf mal ruhig. Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Kohle raus. Ja, machen wir so. Wird man in der Regel eigentlich los? Ich will ein bisschen Platz rein. Ein Dolch. Hat eigentlich auch keine. Eigentlich viel zu schwach. Da brauche ich keinem meiner Helden anbieten. Zu schwach. Ja, genau wie hier Handaxt. Handaxt. Ach, weg. Wie kriege ich Platz in meinem Inventar? Hab zwar bis 40 kann ich machen, habe bis 16, aber. Trotzdem. Muss nicht unbedingt sein.
So, Elfenstiefel, die kann ich auch noch machen. Das sind die leichten. Hier. Regenbogenstaub, habe ich noch ein paar von. Fellhalbschuh ist da auch hier, genau da. Und ein Stahlkorb, aber ich doch drei. Ne, hier. Keule, ein Nagelknüppel. Fertig immer nur gut, warum auch immer, aber kann schon bessere machen. Ich weiß auch nicht warum. Ne? Aber egal, machen wir das so. So, Keule steht zwar auch wieder hier gut bei, aber ist schon viel höher. Findet man erst, wenn es fertig ist. Bisschen klingt komisch, ist aber so. So, Leder. Immer schön auffüllen. Dann steht man nachher da. Ich habe jetzt schon mal alle Bälte so weit auf, dass die 20 schon mal lagern können. Wir können schon mal hier weitermachen. Du, Hartholz. Verbessern. 10.000. Egal. Dauert 10 Minuten. Ab und zu mal schon mal, sollte man schon mal sowas machen. Ach ja, da war ja schnell fertig, genau. Und erfolgreich. Hey. Können wir gleich nochmal machen, muss ich ein bisschen sammeln. Die hält man auch langsam so ein bisschen, langsam bei sich ein bisschen stärker, ein bisschen besser. Geld habe ich nur noch 312.000 jetzt, aber es, wie gesagt, ich habe jetzt nämlich das Handelskrieg, den Handelskrieg, habe ich viele gespendet, so ungefähr 150, 200.000. Ungefähr. Richtiges Ziel, kommt erst in 2 Stunden, 2,5 Stunden. Ah, okay. Ja, wie gesagt, habe ich hier ungefähr 200.000 gespendet gehabt, für die Gilde halt, ne, aber es geht voran. Es geht voran. Muss ich ja sagen. Ne? Benachrichtigung. Ja, 5 Millionen. Kann ich ja nicht, so viel habe ich noch nicht. Ich spende da ohne Probleme Millionen, wie habe ich schon mal erklärt, habe ich mal gefragt, warum die so viel spenden. Millionen, weil ist ja eigentlich alles fertig. Ausgebaut hier, ne? Wenn man jetzt so guckt. Zum Beispiel Mana-Signal, ne? Maximale Stufe. Ist alles. Maximale Stufe. Ja, es ist, die spenden trotzdem, weil die Gegenstände zum Herstellen hier Stunden dauern. Stunden. Und wenn sie viel spenden, also investieren, dann geht die Zeit runter. In dem Bereich werden wir auch noch kommen. Aber dauert noch ein bisschen. Dauert noch eine ganze Ecke. Ich bin gerade mal 17, auf dem Weg zu 18. Aber es geht voran. Ich mache ungefähr pro Tag 1, 2 Stunden mich hier dran, stelle her und so alles, ne? Mehr nicht. Ich mache mich den ganzen Tag dran und achte darauf, ne, und mach und tu. Nee, ich habe zu viele Spiele für auch offen gerade. Ja, ich habe aber schon heute auch schon erzählt, ich habe 5 Spiele offen. Ja, die 5, die ich einmal die Woche hochlade. Ist der Ultimate Dragon Master, Personal RPG, Shop Heroes, Grow Castle und Township. Wird denn sonst auf Dauer auch ein bisschen zu viel? Ich möchte auch privat ja noch etwas spielen, wie zum Beispiel mein Guild Wars 2 halt, ne? Für mich persönlich will ich da auch ein bisschen Vorbereitung für Ende November. Ende November. Dann will ich ja live streamen, noch ganz neuen Char. Den mache ich auch schon ein bisschen. Wie zum Beispiel das magische Gespür erhöhen. Dass wir da sofort von Anfang an bessere Klamotten auch finden. Auch natürlich Gold sammeln, ne, für Taschen und alle Scherze. Da bin ich gut dran. Aber wie gesagt, wird das Ende November irgendwann sein. Und da werde ich ein paar Tage Urlaub haben. Aber ist noch Zeit, ich sag mal gerade mal 1. September, also sind noch 200 Monate Zeit. Ne? Ja, falls ihr Lust drauf habt, ne, weiter möchtet, jetzt vorher noch extra ankündigen, noch mal extra schreiben. Ne? Guild Wars 2 Livestream Ende November irgendwann werde ich wohl ein Mensch-Ingenieur spielen. Höchstwahrscheinlich. Dann ziemlich lange jeweils. So 5 bis 10 Stunden pro Tag. Habe ich vor.
Wie gesagt, dafür bin ich noch jetzt schon mal ein bisschen was am Arbeiten, Gold sammeln, magisches Gespür erhöhen und so weiter und so fort. Üblichen Verdächtigen halt, ne? Kriegerhelm? Ja, genau, Kriegerhelm heißt der. Kriegerhelm, der ist hier. Da haben wir ihn. 23 Leder und 25 Eisen und 4 Platin. Ist Nummer 3 von 4. Er braucht schon knapp 10 Minuten. Da geht er langsam schon ein bisschen hoch. Da, 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 da. Aber ich konnte diesmal beim Handelskrieg ein bisschen mehr helfen. Wie gesagt, ich habe nicht die Kohle für, um alles zu spenden. Ich will auch nicht alles spenden, das ist auch Blödsinn. Dann habe ich ja selber nichts mehr. Ne? Den Laden habe ich schon so weit verbessert, dass ich noch ein. Habe ich doch schon gemacht, ne? Waffenwerkbank? Muss ja sowieso gucken. Wie viel habe ich eigentlich denn jetzt? Müsste da hier sein, ne? Hier sind die, ne, sind die Behälter, Möbelstücke. Und doch hier, genau. 4 habe ich jetzt. Für den fünften kann ich noch nicht. Da muss ich 18 für sein. Dann kann ich einen neuen Arbeiter einstellen. Oder halt 1000 ausgeben, aber ich aber nicht. Also muss ich bis 18 warten. Wahrscheinlich jeder Arbeit. Nee, Moment. Jubilieren wäre vielleicht nicht schlecht. Oder Alchemistin. Aber 52.000. Das wäre nicht schlecht. Ja. Vielleicht nehme ich dann die Kunsthandwerkerin. Warum? Ich habe schon. Ich möchte gerne alle Gegenstände herstellen können. Also alle Bereiche schon mal, die es hier sind. Da fällt mir da zum Beispiel fällt mir Alchemie. Heilkräuter, buntes Pulver, habe ich schon die Rezepte für. Das ist mir gar nichts. Da ist ein Ruhefall, könnte ich machen, ja, aber habe ich noch nicht einmal machen müssen. Hier auch Alchemie, wahrscheinlich mache ich dann alle Alchemie. Genau, Ringe kann ich auch schon machen. Ich kann ja auch mal machen. Ja, machen wir schon gleich. Und da ein bisschen vorankommt. Da auch nichts, da auch nichts. Da Frosthafer habe ich ein Rezept dafür, aber eine gute Harfe habe ich da gar nicht. Bei Frostkerne nicht eine Quest oder halt kaufen, aber dauert noch eine ganze Ecke. Aber ich kann mal Ringe herstellen. Was sind noch für gute Ringe? Einen guten Ring habe ich durch die Kiste ja bekommen. Kann man übrigens, was man hat, da oben drauf gehen, sieht man, was man alles hat an einzelnen Gegenständen. Wenn man da ganz nach hinten scrollt, Himmlische Tauern ein Stück, 7 infernales Horn, Silberstahl ein bisschen, da habe ich Truhen gehabt. Die habe ich alle geöffnet, bis auf die Holztruhen. Da muss ich Kohle für ausgeben. Ich habe nur noch 2 Holzschlüssel und 3 Lederschlüssel. Da habe ich die war auch Beutel dabei. Da habe ich 3 Beutel und weiß nicht, wie viele Kisten. Alle aufgemacht. Kann man dann hier halt finden, wenn man es sucht. Und man kann ja auch sehen, welche Ressourcen man bekommt durch die Missionen. Sieht man hier auch alles. Ah. Mondsplitter, eigentlich eine 40 von Lager, ich habe aber 61, durch die noch 61, durch die Truhen halt, ne? Hat zum Glück darauf gesteckt. Oder ich hätte schon gedacht, ja, scheiße, alle verschwendet. Nee, steckt. Sind wir auch da schlauer. Dreizack, ja. Jetzt kann ich ja auch weg. Aber da warte ich, bis sie ihr Handel, ne, was gekauft haben, fertig. Ringe, machen wir mal. Gucken, ob wir nicht mal bessere Ringe. Was für Ringe wir noch nicht herstellen können? Und dann nehme ich wahrscheinlich Alchemie dann. Alchemist. Dann vielleicht doch eher. Ruide, Lederfarben, Feuermacher, Hexenmeister, Juwelier. Wo ist die denn? Ja, Alchemist, genau 52.000. Werde ich die wohl nehmen. Doch höhere Fähigkeiten, wie viel letztendlich genau ist, weiß ich nicht. Wie die ist, ne? Ach, Zauberin. Wie das die dann ja hier, ne? Alchemie 25, Magie 15. Letztendlich, das weiß ich nicht. Ich habe auch mal gefragt gehabt, und wie soll ich die Punkte bezahlen bei meinen Arbeitern hier, ne? Erstmal alles auf Maximum. Also alles gleich Skill. Nachher kann man die aber wieder zurücksetzen, die Punkte kann man neu verteilen.
Wie genau und alles, ne, wenn ihr schon wisst, wie am besten die Punkte verteilen für die einzelnen Arbeiter hier, ne? Weil ich habe hier schon ein paar fertig hier, Beispiel der Schmied zum Beispiel, ne? Alles gleichmäßig verteilt. Kann man hier zurücksetzen. Wie man sie verteilen sollte, könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr es wisst, ne? Wenn ich verteilen sollte, ich weiß mal, ich habe extra eine Gilde gefragt, wenn ihr schon alle hört, 30, 50 und sowas. Macht erstmal gleichmäßig. Okay. Habe ich auch schon gemacht. Nicht dabei noch, ne? So, ach, komm, machen wir den dritten Ring auch noch. Gucken, was dann daraus kommt als nächstes. Können wir noch abwarten. Achso, die 13 Eisen runter. Wow. Und mehr Wert. Add Level Up. Na, komm mal gleich hier. Gibt immer 5 Punkte. Machen wir da 2, da 1. Passt. Kompliment. 6.400. Ach, hier der Halbschuh. Das ist aber auch schon 700 wert. Für so ein Halbschuh. Nicht schlecht, ne? So, was für ein Rezept bekommt man jetzt für den Ring? Mehr Wert, okay. Ach, komm, ach, dauert er noch, ne? Ach, jetzt erst. Nochmal drei machen, kriegen wir einen Hasenring. In welchem Obstgebiet machen, gucken. Also Ringe mal ein bisschen machen hier. Oh, Verbesserung auch abgeschlossen. Hartholz, sehr schön. Einsammeln. 25. Zack. Mal für später, wenn man mich ja mal ein bisschen mehr von brauchen, aber ja auch einen zweiten Behälter kaufen. Wenn ich das Material jeweils brauche, wie gesagt, im Moment brauche ich nur Leder, brauche ich natürlich regelmäßig und ab und zu mal hier Stahl. Ab und zu. Den Rest habe ich noch nicht gebraucht. Sogar kein Hartholz, keine Blätter, Seide, Tücher hier habe ich schon mal gebraucht. Für irgendein Rezept habe ich schon mal Tücher gebraucht. Weiß nicht mal noch für welches. Ach hier, alle drei verkauft. Sehr schön. Weg, weg, weg. Ich habe ja Platz. Alten Dreck losgeworden. Ne? Okay, Leute. Ich will die Folge nicht allzu lang werden lassen. Ach hier wieder. Robins. Kann ich noch nicht herstellen, selber herstellen. Kann ich noch nicht. Weil auch wieder eine Ressource von Missionen, die ich noch nicht wirklich regelmäßig machen kann. Oder irgendwas, oder ich muss dann Alchemie, glaube ich, haben. Irgendwie sowas. Also ich kann ja selber noch nicht herstellen. Naja, aber egal. Okay, Leute, dann mache ich aber jetzt wirklich Schluss und sehen wir uns nächste Woche zur nächsten Folge von Shop Heroes. Bis dahin, schön mit Ö.